Oh, 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 okay, er hat hier also noch ein bisschen was stehen. Ah ja, genau, Thematik Geld. Ich wollte eigentlich hier mein Flugkontrollzentrum... Ey, ich bin so doof. Die ganze Kohle jetzt verschossen und verschleudert und wofür? Für nichts und wieder nichts. Wir hätten jetzt schon längst einen Bomber, eine Bomberarmada haben können. Pass mal, uff. Komm, einen noch. So. Ja gut, kann ein bisschen dauern, bis wir da wieder Kohle haben. So, jetzt wäre es nur interessant zu wissen, was er hier oben so hat. Da schicke ich jetzt auch mal Drohnen rein. Ach, da ist noch was. Ist ja ein Ding. So, okay. Da hat er seine Abwehr. Da kommen wir wahrscheinlich ohne weiteres nicht durch. Bin gespannt, was jetzt die Drohnen sprechen. Ja, je nachdem, was da oben steht, überrenne ich den Haufen jetzt einfach. Sekunde, gleich überrenne ich den Haufen. So, warten wir einfach ganz kurz, bis die da einschlagen und alle vier Drohnen sind weg. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, Team 1 vorrücken. Wieso sind jetzt alle vier Drohnen weg? Sind die jetzt echt draufgegangen mit der Aktion gerade? Ist ja lächerlich. So, kommt schon. Räumt auf. Eigentlich müsste hier innerhalb von 2 Sekunden alles explodieren. Bei der Armee, die wir haben. Stealth Unit. Warum Stealth Unit? Haben wir hier irgendwo noch... Was ist denn eigentlich mit Atomwaffen? Haben wir da keine mehr? Doch. Werden momentan gebaut. Apropos, das kann ich mir noch leisten. Bauen wir davon 2. Du Bürschchen, baust mir ganz schnell noch ein Kraftwerk, bevor uns wieder der Saft ausgeht. Oh, die Bomber wurden beschossen. Ja, schön. Okay, da haben wir wieder einen Außenposten zerlegt. So, er holt sich die nächste Superwaffe vom Feind. Nett. Okay, wir haben wieder Strom. Er arbeitet an den nächsten Raketensilos. Das wird nett. Das wird jetzt echt nett. So, wir könnten es auch nochmal kurz beschleunigen, oder geht das? Ja, einen können wir da noch hinsetzen. Unser kleines Logistikzentrum hier oben. Wobei, warte mal. Stopp, 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 stopp. Artillerie, wie sieht's aus? Können wir hier die Verteidigung zerlegen? Oh, warte mal. Schick mal den doch einfach da hoch. Fährt er jetzt die sichere Route? Theoretisch ja. Sieht schon mal so aus. Weil von da oben hat er, glaube ich, eine größere Reichweite und kann eventuell das Ding zerlegen. Und wenn das möglich wäre, Alter, das wäre ein Traum. Es wäre ein Traum. Ich will Geld dafür. Gib mir Geld. Ich will Geld. Gib mich Geld. Bin geldgeil. So, kommt der da überhaupt noch durch, oder? Boah, 4 Atomraketen. Jetzt bin ich gespannt. Kommt der durch? Ja, er füllt seine Dinger immer wieder auf. Es würde schon reichen, wenn wir jetzt das Feuer eröffnen mit allen 4 Raketen. Das würde der definitiv nicht packen. Aber ganz im Ernst. Ich möchte ja doch so ein kleines Armageddon bei ihm verursachen. So, warte mal. Die sind voll... Die laden und der lädt jetzt auch. Okay. Dabei kassieren wir eh ziemlich schnell Kohle. Man guckt ja das an. Jetzt sind wir wieder bei 3000. 4000. Ja, doch, es läuft. Das Geld läuft.
Wieso ist hier eigentlich alles weiß auf der Minimap? Jetzt nicht mehr. Da war so ein weißer Punkt, als ob... ja. Weißt du, die werden hier von Scharfschützen beschossen und tun einfach mal nichts. Und ich frage mich, wann der Gegner auf die Idee kommt, seine Superwaffen auf meine Einheiten zu schicken. Okay, ich dachte, er kommt gerade auf die Idee. Alter, das wäre jetzt der Gag ohne... Ja. Ein Riesengag gewesen. Eigentlich nicht, aber... Guck mal, wie mickrig unser Stützpunkt ist. Wie groß der Stützpunkt von unserem Verbündeten. Gut, das liegt eher an den 2,5 Dutzend MG-Nestern, die er gebaut hat. Und wir haben eigentlich 3 Außenposten. Ja gut, wir haben 2 Außenposten. Einen für Finanzen, einen für Finanzen und Flugeinheiten und hier unten noch so einen kleinen Furz. Weißt du, so einen kleinen Furz, so ein Furzkissen. So, was machen wir? Rein aus optischen Gründen werde ich jetzt hier einfach noch ein paar Radarzentralen hinsetzen. Einfach, dass der hier nach was aussieht. So, ihr bekommt euer Tusk-Upgrade, ihr ebenfalls. Und ja, ich weiß, wir hätten längst gewinnen können, aber ganz ehrlich, ich will hier ein bisschen Spaß haben. Ne, ich will den hier. Wo ist denn eigentlich... Hallo, wo ist denn unsere Fahrlette, unsere Selbstfahrlette? Ach, die hängt da unten, weil ich sie zurückbeordert habe. Ich Vollidiot. Pass mal auf, dann machen wir jetzt Team 3 draus. So. Und da oben ist ein Raketensilo. Was wir aber auch mal machen könnten. Wo habe ich denn meinen Bauarbeiter geparkt? Ein Hubschrauberlandeplatz dürfte hier noch hinpassen. Und dann bauen wir uns hier einfach nochmal 2 von den Jungs. Weißt du, mit 3 Artillerieeinheiten sind wir, glaube ich, besser bestückt da oben. Ach, weißt du was? Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben die Kohle. Also... Ne? Stealth enemy unit detected. Tactical missile ready. Oh, schick. Tactical missile ready. Oh, 8 Atomraketen. Es wird ein Spaß. Es wird einfach nur ein Riesenspaß. Können wir unseren Stützpunkt noch verteidigen? Ja, können wir. Ja, wobei, es wird gefährlich. Wenn der Gegner jetzt hier seine Atomrakete hinfeuert, dann nimmt das Gebäude schon Schaden. Aber... Das kann mir inzwischen auch schon wieder wurscht sein. Ne? Was mir ein bisschen an Command & Conquer fehlt und hier sehr gut gefällt, das ist dieses Formationsgedöns, was man bei den Einheiten einstellen kann. Dass die in so eine gewisse Formation gehen, das finde ich echt geil. Finde ich nett. Das schaut nicht mehr cool aus, sondern es hat auch einen strategischen Sinn. Zum Beispiel, wenn die Einheiten alle so in einer Reihe stehen und da kommt ein Feind, dann können halt sehr viele Einheiten gleichzeitig das Feuer eröffnen, anstatt dass... Wenn sie wie in Command & Conquer wie wild auf einen Haufen stehen, dann können vorne 3 Einheiten feuern, während alle anderen hinten stehen und nicht in Reichweite sind. Das ist, so. Feindliche Superwaffe abgefeuert. Jawohl, ne? Achso, kommt da geflogen zu unserem Verbündeten. Er hat eigentlich eh schon nichts mehr ganz. Er hat ja eh schon verloren. Das merkst du einfach daran, dass von ihm einfach nichts mehr kommt. So, aber dieses Bombengeschwader möchte ich dann auch ganz gern losschicken. Ja, das muss man ja schon mal... Was kann ich denn da noch erforschen? Hier Gegenmaßnahmen, MRSI-Zielsystem, Artillerieeinheiten aus. Oh, ja, das mache ich mal. So, wie schaut es jetzt aus? Sind die fertig? Die sind fertig. Einer da rein und einer da rein. Wobei, ich weiß nicht... Nee, da passt definitiv nur einer rein. Ich dachte gerade, vielleicht können wir ja, weißt du, 2 in einen transportieren, aber nee. So, wo geht der hin? Trifft er irgendwas oder trifft er nichts? Ich glaube, der trifft nichts. Nee. Boah, sieht ziemlich giftig aus da unten, ne? Boah, da dampft's raus. Ich frage mich, ob das wirklich so gut ist. Weil da dampft's grau und da dampft's grün. Warum dampft es da grün und da grau? Kann es sein, dass Atomraketen vielleicht zerfallen? Also, dass das Plutonium zerfällt und das Zeug dann irgendwann explodiert, wenn ich es nicht einsetze? Also, das wäre hundsgemein. Vor allem, wenn es unter der Erde ist, dann würde, glaube ich,
Ja, weiß nicht, von dem Stützpunkt nicht viel übrig bleiben. So, sind die eingetroffen? Die sind eingetroffen. Bitte einmal raus, bevor der Gegner es schnallt. So, wie schaut's aus? Alter, haben die eine Reichweite. Okay, Jungs und Mädels. Ich kann den letzten Bomber... Doch, ich kann ihn aussehen. Alter! Alter! Wir feuern mal auf das Patriot-System. Und, wobei... Ich sollte mit den Atomraketen vielleicht noch warten. Ach nein, die fliegen alle in einer Reihe. Ich dachte, die machen jetzt hier einen auf... Ding und so. Formationsflug. Wäre nett gewesen. Oh Gott, guck dir die Zerstörung an, die da jetzt gleich... Also, kann man wirklich nicht das Menü irgendwie abschalten? Leider nein. Boah. Oh. Ja, es war sehr schlau, dass wir jetzt unsere eigenen Bomber bombardieren, aber was soll's. Krass. Okay, Artilleriefeuer einstellen. Und wir rücken vor mit aggressivem Movement. Ach, da hat er eh seine Raketensilos. Oh, ne, Phalanxen sind das. Okay. Und er versucht noch einen Bulldozer zu bauen. Wie nett. Das war ja echt niedlich gerade. Okay. Sehr nice. Und das war mal episch. Und wir haben auch ein bisschen was zu tun bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es war jetzt nicht sonderlich schwierig. Ich meine, gut, verglichen mit der Anfangszeit schon. Aber, also... Mit dem Beginn des Let's Plays, sag ich mal, habe ich mich schon ziemlich dämlich angestellt. Aber ich muss sagen, es wird langsam. Immerhin war das jetzt die KI auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Und ich denke, das nächste, was ich ausprobieren werde, ist mal ein One vs. One wieder mal. Mit der schweren KI. Oder sollen wir schon auf schwer wechseln? Nee, glaube ich. Ich probiere es erstmal auf Mittel. Und wenn wir das packen, dann gehen wir auf schwer. Und ich glaube, wir spielen dann auch mal wieder Chimera das nächste Mal. Und ja, jetzt sind wir eh bei fast 1,5 Stunden. Finde ich gut. Ich denke, dann könnte ich hier auch mal eine Aufnahmepause machen. Zeit wird's schon langsam. Es ist, ja gut, 9:30. Es ist jetzt noch nicht so spät, aber jetzt nochmal eine neue Session starten. Ja, lohnt sich nicht wirklich. Egal, ich mache hier eine Aufnahmepause. Genau, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss.